Hallo und herzlich willkommen zu dieser zusammenfassenden Übersicht des Imperativs. Ich möchte euch ganz kurz zwei Folien auf meiner PowerPoint-Präsentation zeigen. Nämlich einmal wird der Imperativ in der bejahten Form in der Einzahl mit der dritten Person Singular des Präsente Indikativo verwendet, gebraucht. Und der verneinte Imperativo wird in der Einzahl mit der dritten Person Singular, genau wie beim bejahten, aber der Subjuntivo Präsente ist gebildet. Der bejahte Imperativ in der Mehrzahl ist beim bejahten, ja, der bejahte Imperativ in der Mehrzahl ist gebildet mit der dritten Person Singular, also Elios und so weiter, also Elios, Elias, Ustedes, im Präsente Indikativo plus ein D. Also anstatt able kommt daraus dann, nein, able, kommt dann ablet, ablat. Genau, ich war jetzt schon im Verneinten, da heißt es dann anstatt abla, heißt es dann ablat. Der verneinte Imperativ in der Mehrzahl wird ebenfalls mit der dritten Person Plural gebildet. Ich merke gerade, dass ich hier was falsch gemacht habe. Hier, das hier, die Mehrzahl ist selbstverständlich. Ach nein, 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 das war kein Fehler. Das tut mir jetzt leid, ich habe gerade was Falsches gedacht. Wie kann ich das denn jetzt wieder wegmachen? Das möchte ich löschen. Das war schon richtig. Jetzt habe ich das durchgestrichen, obwohl es falsch war, weil eben in der Mehrzahl der verneinte Imperativ mit der dritten Person Plural gebildet wird, und zwar das Subjuntivo Präsente. Das ist hier die einzige Pluralform, die im Imperativ wirklich auch original im Plural ist. Verzeiht mir bitte den Fehler im Fehler, der kein Fehler war. Das tut mir leid. So, und hier habe ich nochmal kurz aufgeschrieben, wann man was verwendet mit den Extras. Ich fange mal unten an. Das präsente Indikativo wird als Imperativ verwendet, wenn ich sage, mach das oder mach du das. Und der Subjuntivo wird verwendet, wenn ich sage, lasst uns etwas tun. Dann ist es ein Imperativ, der mich selbst mit einschließt, also in der ersten Person Plural, also in der Nosotros-Form steht. Oder wenn ich jemanden sieze und einen höflichen Imperativ ausspreche, also tun Sie das. Oder auch, wenn ich einen Imperativ verneine, so wie fang nicht damit an. Das war es jetzt schon zur Übersicht, wann man welche Imperativo-Form wie bildet, Subjuntivo und Präsente Indikativo. Und auch hier diese Übersichtstabelle, wann was verwendet wird mit diesem Plus D in der Mehrzahl des bejahten Imperativs. Das kennt ihr aber auch aus dem ersten Video des Imperativs. Das war es jetzt schon hierzu. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte in die Kommentare.